Ich lese uns den Predigttext zum heutigen Sonntag aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, der Eingang in die Ewigkeit. Es wird das Himmelreich gleich sein, 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nicht so, auf das nicht uns und euch gebreche. Geht hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Der Herr Jesus gab dieses Gleichnis und auch andere Gleichnisse im Matthäus-Evangelium im Blick auf seine Wiederkunft. Die Wiederkunft, die so geschehen kann, dass wir einfach den Leib ablegen, aus dieser Zeit gerufen werden. Die Wiederkunft, die in der Entrückung geschehen kann. Und die Wiederkunft, wenn er kommt, mit großer Macht und Herrlichkeit. Zeit und Stunde weiß niemand. Es gibt ja immer wieder Leute, auch in unserer Zeit, die das glauben zu wissen. Aber niemand weiß es. Jeder betrügt sich selbst, der da glaubt zu wissen, wann diese Stunde für ihn persönlich und die Gemeinde und im Volke Israel da ist. Gott hat seine Zeit festgelegt und er macht es zu dieser Zeit, die er sich vorgenommen hat, wunderbar und herrlich. Darum rief der Herr Jesus auf, den Menschen, die ihn zuhörten, wachsam zu sein. Wachsam heißt doch nicht nur einige Zeit wachsam zu sein, sondern immer. Denn gerade dann, wenn man eingeschlafen ist, dann passiert das, womit man im Moment nicht gerechnet hat. Dann passiert genau das. Und die Entrückung und die Aufnahme in die ewige Herrlichkeit geschieht genau zu dem Zeitpunkt, wo wir vielleicht nicht 100% äußerlich wachsam waren. Darum sollen wir innerlich wachsam bleiben. Immer bereit sein, innerlich geordnet zu sein auf den Ruf aus dieser Zeit. Dieses Gleichnis, das der Herr Jesus uns auch gab und allen, die ihm vertrauen, allen, die auf ihn und seine Zukunft, seine Wiederkunft warten, zeigt uns auf der einen Seite, dass nicht nur einige Menschen eingeladen sind zur Ewigkeit, so wie ich das von Einzelnen immer wieder höre, die sich auch daran entschuldigen und sagen: Ich bin ja nicht gerufen. Gott hat mich vor Grundlegung der Welt nicht erwählt, sondern die anderen. Nein, nein, so ist das nicht, liebe Geschwister und Freunde. Gott ist gerecht. Er ruft alle. Er ruft alle. Er will, dass allen geholfen wird. Die Zahl 10 dieser Jungfrauen bedeutet ja die Erdenfülle, die Erdenfülle. Alle sind gemeint, alle sind berufen. Jeder von uns ist gerufen, in die Nachfolge Jesu einzutreten. Der Apostel Paulus schrieb es auch im Timotheusbrief und sagt: Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Allen. Jedem, dir, mir, wem auch immer, allen. Keiner wird übersehen. Und es heißt auch im Johannesevangelium Kapitel 3, alle, die an ihn glauben, die sollen
zum Leben durchdringen. Oder wie es der Herr Jesus vor seiner Kreuzigung sagte, wenn ich erhöht werde, will ich sie alle zu mir ziehen. Alle, jeder. Er greift nach jeder Seele und sagt, komm, folge mir nach. Auch wenn nicht jeder diesem Ruf Folge leistet. Aber alle sind eingeladen, keiner ist zurückgedrängt. Aber auf der anderen Seite zeigt dieses Gleichnis auch, dass Entschiedenheit wichtig ist. Wachsamkeit, Treue. Treue wird erwartet von denen, die an Jesus glauben. Nicht Treue zu sich selbst. Manche Menschen sagen, ich bin mir selber treu. Ja, das klingt vielleicht auch ganz gut, nicht? Aber das ist hier nicht gemeint im Blick auf den Ewigkeitssonntag und die Ewigkeit. Treue dem Herrn gegenüber. Was er sagt, tun. Das ist so wichtig. Wenn wir am Ende dieses Kirchenjahres stehen und den Ausblick bekommen, dass wir eine himmlische Heimat haben, dann geht es darum, den Anschluss an Jesus Christus immer festzuhalten. Ja, vielleicht sogar zum ersten Mal zu suchen. Vielleicht gibt es auch solche unter uns, die noch nie den Anschluss an Jesus, sondern nur an ihre eigene Frömmigkeit gesucht haben. Das gibt es. Wir sollen wachsam sein, entschieden sein für den Herrn. Er hat aus Liebe sein Leben für mich, für dich, für jeden von uns geopfert. Er hat geblutet, er hat gelitten, er hat die Schläge bekommen für mich. Seine Hände, seine Füße wurden durchgraben, seine Seite aufgestochen für mich. Sein Blut floss für mich. Er starb für mich, aber er ist auch auferstanden für mich, für jeden von uns. Merken wir, welche Priorität der Glaube an Jesus Christus hat. Es geht nur um ihn, es geht nicht mehr um uns, sondern es geht um ihn, was er getan hat. Und er lädt uns ein und sagt, kommt mit auf diesem neuen Weg. Der Himmel steht doch offen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr in der Materie? Leben. Das Leben ist ewig, in der Ewigkeit aufgehoben. Darum dieser Weckruf, seid treu, seid entschieden, entschieden für den Herrn. Er wird kommen. Zu einer Zeit, die wir vielleicht nicht erkennen können, aber er kommt ganz bestimmt. Mit Kraft und Herrlichkeit wird er erscheinen. Ja, das wird alles geschehen in einem kleinen Augenblick. Ich habe mal gehört, in der holländischen Bibel heißt es, in einem Blick des Augenlides, in a twinkle on the time, ja, dies in einem ganz kurzen oder ein Atomo wird das geschehen. Plötzlich ist er da. Keine Zeit zur Vorbereitung mehr. Wer nicht bereit ist, nur wer bereit ist, so haben wir gelesen in diesem Gleichnis, der geht hinein zur Hochzeit. Vorbereitungszeit ist jetzt, nicht zur Zeit der Wiederkunft Jesu. Ewigkeitssonntag soll uns also daran erinnern, dass wir nicht nur als Kinder Gottes berufen sind, uns auf dieser Erde zu bewähren, sondern daran erinnern, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Wie es der Hebräerbrief sagt, wir haben hier kein Zuhause, sondern die zukünftige Stadt, das Zuhause, ist im Himmel. Unser Leib hat hier ein Zuhause, er bleibt auch hier. Aber unsere Seele hat hier kein Zuhause. Sie gehört in die Ewigkeit, in den Himmel hinein. Deshalb sollen wir uns nicht mehr fürchten vor dem leiblichen Tod, sondern wir sollen uns freuen auf die Erlösung, die uns in Ewigkeit dargeboten wird. Hinter dem Ablegen unseres Leibes, das soll uns auch bewusst sein, ist nie ein Punkt gesetzt. Kein Schlusspunkt, sondern es geht weiter. Es gibt dort einen Doppelpunkt.
Einige Gottesworte sollen uns das verherrlichen und neu nahe bringen, dass wir berufen sind zum ewigen Leben. Wir sind nicht nur berufen zum zeitlichen Leben, sondern zum ewigen Leben. Es heißt im Johannesevangelium Kapitel 3, warum hat Gott die Welt geliebt? Wir sagen ja, er hat ihn die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. War das das Ziel? Nein, das Ziel ist, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist das Ziel. Das ewige Leben. Darum liebte Gott uns. Ewige Leben. Und Jesus sprach auch, der Menschensohn muss erhöht werden. Warum? Natürlich, um die Sünde zu bezahlen. Aber am Ende heißt es, wegen des ewigen Lebens. Es geht um das ewige Leben, um dein, um mein ewiges Leben. Das soll hier entfacht, entzündet werden und in die Ewigkeit pulsieren. Darum sagte Jesus, wer an den Sohn glaubt, ja, was passiert mit dem? Dem geht's gut. Der hat das ewige Leben. Darum geht es, um das ewige Leben. Oder eine andere Stelle in Johannes 5, wo Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, ja, der kommt gut durch die Zeit. Nein, der hat das ewige Leben, heißt es hier. Es ist der Wille Gottes, dass alle durch Glauben ewiges Leben haben. Das ist der Wille des, der mich gesandt hat, spricht Jesus, dass wer an den Sohn glaubt und sieht ihn, habe das ewige Leben. Die Zielsetzung von Gottes Seite aus für uns ist ganz klar und ist klar formuliert. Und selbst wenn wir in der Nachfolge Jesu vieles hier loslassen dürfen und müssen, geht es um das ewige Leben. In Matthäus 19 sagte nämlich der Herr Jesus, wer verlässt Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Weib, Kinder, Äcker um meines Namens willen, der wird es nicht nur hundertfältig wieder empfangen, sondern das ewige Leben. Merken wir, warum wir Ewigkeitssonntag begehen? Es geht um unsere Ewigkeit, jetzt schon in der Zeit. Und als Krönungsaussage der Berufung zum Leben mit Gott heißt es in Johannes 10, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir, wohin? Ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie sollen nie mehr umkommen. Nichts kann sie aus meiner Hand nehmen. Es geht also an diesem Sonntag auch ganz speziell um die Erinnerung an das Ziel unseres Glaubenslebens. Wir haben ja so viele irdische Ziele. Vielleicht wollen wir gerade umziehen. Vielleicht wollen wir uns was Neues kaufen. Vielleicht wollen wir uns einen besonderen Urlaub gönnen. Vielleicht wollen wir manche heiraten und vieles andere mehr. Eine Firma vielleicht gründen. Es soll uns das Ziel des ewigen Lebens bewusst sein. Das soll über allem stehen. Über allem. Dieses Ziel ist von Jesus Christus bereitet. In Johannes 14 sagt er, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das ist das Ziel. Denkst du noch daran? Die Frage könnte ja an uns lauten, was würde passieren, wenn ich heute gerufen werde, dieses Ziel einzunehmen? Bin ich frei und sage Danke? Oder bin ich beklemmt und sage bloß nicht jetzt? Das ist die Frage. Ist das Ziel auch verankert in unserem Herzen? In meines Vaters Haus, spricht der Herr, sind viele Wohnungen. Und der Apostel Paulus, er schrieb an die Philippa und sagt, das ist doch unsere Sehnsucht. Ich habe Lust, Freude, beim Herrn zu sein. Das ist das Ziel. Wenn ich noch hier bleiben soll auf der Erde, dann natürlich auch um des Dienstes. Aber meine größte Freude ist das Ziel, die ewige Herrlichkeit.
Oder auch am Ende dieses Philipperbriefes: Unsere Heimat ist doch nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Sie ist doch in der Ewigkeit, wo Jesus Christus ist. Vom Himmel her wacht der Herr auch über die Seinen. Er redete zu ihnen in der Offenbarung 2 und 3 durch die Sendschreiben und sagt: Erinnert euch doch daran, an das Ziel. Verstrickt euch nicht wieder in eure eigenen religiösen Arbeiten. So lautet das in den Sendschreiben. Die erste Liebe ist verloren gegangen, sprach er zu der Gemeinde zu Ephesus. Denke doch an das Ziel. Lebe doch mit mir. Denn in dem Hebräerbrief steht auch: Der Herr betet für uns. Er bittet für uns, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Die Berufung zum ewigen Leben mit Gott steht also fest und weist uns auch dadurch den richtigen und guten Weg durch die Zeit. Wenn ich hingehe, spricht der Herr, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann komme ich doch wieder. Und ich will euch zu mir nehmen. Ihr sollt da sein, wo ich bin. Wir verstehen also, dass in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, dass dort alle eingeladen sind. Alle gehen mit in diese Richtung. Alle sind eingeladen. Aber doch gibt es einen Unterschied zwischen ihnen. Ein Teil erreicht das Ziel nicht und die andere Hälfte geht ein zu dieser bereiteten Herrlichkeit. Wir wundern uns schon darüber, dass sie, die alle eigentlich auf demselben Weg waren, denn wir lesen nicht, dass die einen rechts und die anderen links gingen, sie waren alle in einer Richtung. Sie warteten auf den Bräutigam. Sie wollten ihn begrüßen. Sie hatten ja von ihm gehört, dass er da ist. Sie hatten gehört, dass Jesus Christus lebt. Und sie wollten ihm begegnen, wenn er dann kommt. Dieses Bild, was der Herr Jesus hier gebraucht, handelt ja aus dem Hochzeitsgeschehen unter den Menschen. Die Brautjungfern, die kamen mit der Braut dem Bräutigam entgegen, warteten, wann der Bräutigam kommt, wenn die beiden zusammengeführt werden. Aber sie wussten nie, wann der Bräutigam käme. Man musste also immer in Warteposition stehen. Man musste immer bereit sein, aufzubrechen, dass nicht plötzlich der Bräutigam dasteht und die anderen sind überhaupt nicht vorhanden, sondern man wollte ja die Braut ihm entgegenführen. Aber das Signal musste gegeben werden, das durfte nicht überhört werden. So wie wir vielleicht manchmal Signale in dieser Zeit überhören und dann in große Gefahr geraten. Schon in der Ausrüstung dieser Jungfrauen, die auf den Bräutigam warteten, sehen wir einen Unterschied. Die einen, sie werden töricht genannt, die für den Augenblick nur religiös gelebt haben, die nicht in die Länge, in die Weite, in die Berufung zum ewigen Leben hineingeschaut haben, sondern jetzt gerade nach ihren frommen Möglichkeiten gehandelt haben. Sie hatten ein wenig Öl in ihrer Lampe, sie waren ein wenig erleuchtet über Gottes Wort, sie kannten Mose und die Propheten, sie kannten das Gesetz, sie wussten schon, was Gott will, aber sie gehörten mit zu denen, die glaubten, das alles selber umsetzen zu können. Und dann gab es diese andere Gruppe, die dort über das Maß hinaus Öl bei sich hatte, die gefüllt waren mit dem Heiligen Geist, und zwar mit der Fürsorge Gottes, die bis in die Ewigkeit reicht, nicht nur für einige Tage auf der Erde. Die Fürsorge Gottes bis in die Ewigkeit. Sie wurden die Klugen genannt. Das sind diese, die stets alle Hindernisse
aus ihrem Herzen ausräumen ließen, Hindernisse, Barrieren, die das gute Verhältnis zu dem kommenden Bräutigam stören könnten. Das ist ein Bild auch für uns, dass wir, die wir auf Jesu Christi warten, seine Wiederkunft warten, alles im Herzen ausräumen, in Gedanken, Worten und Werken, dass wir versöhnt leben miteinander und somit auch vor Gott, dass wir Sünde nicht dulden und da, wo wir Sünde erkannt haben, sie bekennen und aus dem Mittel tun lassen, in der ständigen Bereitschaft. Das wird der Heilige Geist in uns und das soll auch so geschehen. Denn Jesus kommt und ruft uns an einem Tage, den wir nicht kennen. Er kommt plötzlich. Das Gebet dieser klugen Jungfrauen könnte so lauten, wie es der Herr selber in Johannes 17,17 sagt: Herr, heilige mich in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Die anderen haben vielleicht gebetet: Herr, heilige mich in meiner Erkenntnis. Denn ich weiß ja schließlich Bescheid, wo es lang geht. Führe mich in dem, was ich weiß. Aber die anderen sagen: Führe mich in dem, was du weißt. In deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Es ist ein großer Ernst, aber auch eine große Freudigkeit in diesem Gleichnis zu sehen. Ein großer Ernst für die, die nicht ihr ganzes Leben in die Hand des Erlösers geben. Sie werden auf keinem Weg der Religiosität das Ziel der ewigen Herrlichkeit erreichen. Aber eine große Freude für diejenigen, die sich beschenken lassen, jetzt schon aus der Ewigkeit korrigieren lassen und in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben. Niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Sie werden Einlass finden in das ewige Reich. Denn auch vorher sagte der Herr Jesus auch schon, dass sich die Menschen nicht irren sollen. In Matthäus 7 heißt es so: Nicht alle, die sagen Herr, Herr oder Jesus, Jesus, werden ins Himmelreich kommen. Der Name, ihn auszusprechen, hilft nicht allein, sondern wer den Willen tut meines Vaters im Himmel. Und dieser Wille soll immer wieder neu geoffenbart werden in uns und geboren werden, so wie der Apostel Paulus das eines Tages vor zur Zeit seiner Bekehrung erkannte. Alles, was er an guten Erkenntnissen hatte und gutem Willen, hat er über den Haufen geworfen und hat gesagt: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Deinen Willen tue ich gern. So sagte auch der Herr selbst im Blick auf den himmlischen Vater: Seinen Willen tue ich gern. Und nach diesem Willen sollen wir doch Ausschau halten, darum bitten. Auch konnte dann der bekehrte Saulus sagen und erinnern, die Gemeinde, die sich ja wirklich bekehrt hat, konnte er sie erinnern an das Ziel. Denkt daran, ihr gehört euch selber nicht. Ihr seid jetzt ein Tempel des Geistes Gottes. Ein Tempel, in dem der Wille Gottes regiert und regieren will. Ihr macht jetzt nicht mehr, was ihr wollt. Ihr sollt nicht mehr nach euren Wünschen gehen, sondern nach dem, was Gott will. Das schrieb er an die Korinther. Eine furchtbare Sache lesen wir auch hier in diesem Gleichnis, nämlich die Stunde der Wahrheit. Dass Menschen, die im Selbstbetrug gelebt haben, plötzlich vor der verschlossenen Himmelstür stehen, die sich ein ganzes Leben vorgemacht haben, dabei zu sein, wenn der Bräutigam kommt, und plötzlich ausgeschlossen sind. Eine furchtbare Tatsache.
Es waren, weil sie ja alle in die gleiche Richtung liefen, gewiss auch Leute, die Lieder, die frommen Lieder mitgesungen haben. Die haben vielleicht sogar nach der Predigt auch mit Amen gesagt, weil sie sagen, ja, das stimmt schon. Es waren auch vielleicht solche, die irgendwie auch gebetet haben, aber nie ihr Leben ganz in die Hand des Erlösers gaben. Und nun stehen sie vor der verschlossenen Tür und müssen sich die Worte zurufen lassen, die der Bräutigam sagt, ich kenne euch gar nicht. Wo kommt ihr denn her? Ich kenne euch gar nicht. Ja, wir haben doch auch gebetet. Nee, ich kenne euch nicht. Ihr wart noch nie mein Eigentum. Ihr habt euer Leben für euch gelebt. Wichtig ist, dass wir gerade in den dunkelsten Stunden, und der Ruf, der war nicht von ungefähr zur Mitternacht, am dunkelsten Punkt der Nacht, dass wir in den dunkelsten Stunden bei Jesus bleiben und uns nicht von der Dunkelheit dieser Zeit einholen lassen und sagen, ich bin ganz beunruhigt, was wird mit dieser Zeit? Sondern ich habe Jesus an dem dunkelsten Punkt in dieser Zeit. Er ist mit mir und ich bin mit ihm. Eines hatten die klugen Jungfrauen mit den Törichten gemeinsam. Wir haben gelesen, dass aufgrund der langen Wartezeit sie einschliefen. Sie schliefen ein, und so gibt es auch viele Dinge in unserer Zeit, große Anfechtung körperlicher Art, seelischer Art, die Lebensumstände, die uns manchmal zum Einschlafen bringen. Und dieser und jener vielleicht sagt, es hat ja gar keinen Zweck mehr, evangelistisch in dieser Welt zu leben. Hört ja doch keiner mehr zu, wollen das ja gar nicht mehr. Dann zieht man sich zurück auf sein Sofa. Und da sitzt man in frommer Weise in der Erwartung, dass irgendwas Übernatürliches geschieht und Jesus an mich denkt. Das kann alles passieren. Man schläft ein. Man wird gequält durch die Dinge dieser Zeit, so wie es von Lot hieß, der sich in Sodom aufhielt, und in 2. Petrus 2 steht, seine Seele wurde jeden Tag gequält, seine gerechte Seele, durch das gottlose Wesen um ihn herum. Und vielleicht hat er es auch langsam dann aufgegeben, noch Gott zu bezeugen in Sodom. Er lebte dann für sich mit seiner Familie. Der Handel war das Wichtige, kaufen und verkaufen. So werden ja auch in unserer Zeit viele Gläubige, und ich bin gewiss, das ist so, gequält, indem sie mit ansehen müssen, wie eben Sünde gut geheißen wird, auch im christlichen Lager, wo das, was Gott verwirft, aufgerichtet wird zum Leben. Und dann kommt in unserem Herzen oftmals der Gedanke auf, warum greift Gott nicht ein? Greift er überhaupt nicht ein? Wo ist er denn? Man wird müde. Ein gutes Beispiel diesbezüglich gab auch der König David. Wir lesen von ihm in Psalm 39, dass er sehr erregt war über die schlechten Dinge um ihn herum. Er war sehr aufgeregt und musste darüber immer reden. Und das kennen wir ja auch. Was reden wir über die Schlechtigkeiten in dieser Welt? Stundenlang. Wir unterhalten uns über fast nichts anderes mehr. Aber er wusste, eigentlich ist das nicht richtig. Das Ziel ist doch wichtig. Darüber sollen wir uns unterhalten. Und dann schreibt er hier, ich habe mir vorgesetzt, ich will mich doch hüten, dass ich nicht sündige. Ich will doch gar nicht sündigen mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund zäumen, weil ich den Gottlosen vor mir sehe. Aber ich bin verstummt und still. Ich schweige der Freuden, muss mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist aber entbrannt in meinem Leibe. Wenn ich daran denke, dann werde ich entzündet. Und was tue ich? Ich fange schon wieder an zu reden
über die schlechte Welt. Wir können das ja mal bei uns kontrollieren, ob wir das nicht auch tun. Schon wieder reden wir und beurteilen und verurteilen diese gottlose Welt. Wir haben das eigene Ziel aus den Augen verloren. Die Verkündigung des Evangeliums, der Freude. Und als David das merkte, war er doch in diesem Spannungsfeld sehr traurig. Und er betete zum Herrn und sagte: Herr, erinnere mich doch an das Ziel. Lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir hier auf der Erde haben muss und mein Leben ein Ziel hat. Bitte erinnere mich daran, damit ich nicht immer, immer wieder in das Gerede über die Gottlosigkeit verfalle und mich darin aufhalte. Ich möchte von dem Ziel bestimmt sein und davon reden. Ich will erinnert werden, dass meine Tage hier auf Erden nur so eine Handbreit sind. Die sind ganz schnell vorbei. Und dass mein Leben auf der Erde eigentlich so gut wie gar nichts ist vor dir. So kurz. Alle Menschen sind wie gar nichts vor dir, sagt er. Die tun so, als ob sie sicher sind. Sie gehen daher wie ein Schatten, machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen gar nicht, wer das kriegen wird. Nun, Herr, wes soll ich mich denn trösten? Das Einzige, was ich tun kann, ich hoffe auf dich. Und das ist Ewigkeitssonntag, Ausblick in die Ewigkeit. Ich hoffe auf dich. Wir sind auf dem Wege nach Hause. Immer wieder will ich gern auch das Zeugnis von dieser Lieddichterin geben, deren Lied auch in unserem Liederbuch steht, die gebetet hat, ähnlich wie David: Komm doch in mein Leben, erhelle es, brich doch herein, süßer Schein, selger Ewigkeit. Leuchte in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben, unserer Seele freut. Jetzt können wir sagen, natürlich, so ein Gedicht kann man doch ziemlich schnell dichten, naja, es geht uns doch gut und wir denken doch an Gott, wir glauben an ihn, dann machen wir mal schnell so ein Gedicht, wir freuen uns ja auf die Wiederkunft Jesu. Das war bei der Frau nicht so. Bei dieser Frau, als sie dies dichtete, war sie 25 Jahre in der absoluten Tiefe. Sie war so nervlich krank, dass sie noch nicht mal mit ihren vier Töchtern richtig kommunizieren konnte. So war sie out, würde man heute sagen. Und mittendrin dichtete sie das Lied. Keine Hoffnungslosigkeit, sondern brich herein. Süßer Schein, selger Ewigkeit. Es ist wie in dem Psalm 126, den wir einleitend hörten, ein Heimwehlied. Ja, die Ewigkeit ist doch ganz anders als das, was ich hier erlebe, wollte sie sagen. In diesem Psalm 126 beschreibt ja der Psalmist, was geschehen wird, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlöst. Ja, da werden wir sein wie die Träumenden. Und der Mund wird voll lachend sein. Und der Psalm endet ja auch mit diesen Versen, die mit Tränen säen. Ja, die werden mit Freuden ernten. Ewigkeit, Ewigkeitssonntag, Ausblick in das Eigentliche. Hier gehen wir vielleicht manchmal hin mit Weinen, tragen edlen Samen, aber wir kommen dann mit Freuden und bringen die guten Gaben. Der süße Schein aus der Ewigkeit, den Marie Schmalenbach hier meint, ist nichts anderes als Jesus Christus, der das Licht in der Finsternis wurde. Er ist das Licht, das uns jetzt schon scheint. Manche aus diesem Gleichnis der 10 Jungfrauen gesehen, sind ja diese Törichten, die vielleicht mit auf dem Wege sind, dem Bräutigam entgegen und sogar andere noch mit einladen und sagen, der kommt.
aber selber nicht dabei sind. Ähnlich in einem anderen Beispiel, was mal der Prediger Spurgeon gab. Er erinnerte daran im 19. Jahrhundert, dass in Hamburg eine große Feuersbrunst herrschte. Als das Feuer ausbrach, des Nachts, da gab es einen großen schwarzen Hund, der sehr laut bellte, und zwar so laut, dass die Leute aus dem Schlaf erwachten. Die Leute kriegten mit, da brennt's ja irgendwo, verließen ihre Häuser und brachten sich in Sicherheit. Aber der Hund konnte sich nicht in Sicherheit bringen. Er war angekettet. Er war angekettet. Er hat zwar die anderen gewarnt, dass sie nicht umkommen sollen, aber er selber kam um. Und so gibt es auch viele törichte Jungfrauen, die vielleicht sogar aufgrund dessen, was sie gelesen haben, andere warnen und selber zugrunde gehen. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht gekettet sind an irgendwelche irdischen Dinge, an Sünde, an das, was uns von Jesus Christus fernhält. Täglich sollen wir bereit sein auf die Wiederkunft unseres Heilandes. Es ist eine unaussprechliche Freude, das Ziel des Glaubens einst zu erreichen. Wir werden jubeln, wenn wir unseren Heiland sehen. So wie es uns ja auch der Apostel Petrus sagt. Wir werden Einblicke in die Herrlichkeit Gottes, zu der wir berufen sind, bekommen, die alles Vorgestellte und Vorgedachte übersteigt. Und der Apostel Paulus sagte ja auch schon zu den Gläubigen, tröstet euch doch bitte damit. Redet davon. Redet nicht von der bösen Welt, sondern tröstet euch mit dem Worte Gottes, mit seiner Erscheinung. 1. Thessalonicher 4, der Herr wird kommen und er wird euch zu sich rufen. Tröstet euch mit solchen Worten untereinander. Ihr werdet alle Zeit bei ihm sein. Das bringt euch voran. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben in unserer Zeit, es lohnt sich nicht mehr, das Evangelium in Klarheit zu verkünden. So haben wir doch noch die Aufgabe, das Reich Gottes auch anderen vorzustellen und zu sagen, komm zu dem Heiland, komm doch noch heute. Gerade gestern habe ich hier ein Zeugnis zugesandt bekommen. Das kommt von der Geschäftsstelle der Gideons. Das hat mich aber doch auch sehr beeindruckt. Das möchte ich uns einfach mal lesen. Was durch eine einzelne Person geschehen kann, wenn sie sich festhält an Jesus Christus, auch in einer dunkel werdenden Zeit. Da heißt es hier, vor ein paar Jahren schrie ein Mann namens Antonio zum Herrn. Er schrie und sagte, wenn du real bist, dann sprich zu mir. Er befand sich gerade im Aufzug auf dem Weg zu einem Hotelzimmer. Er war 27 Jahre alt, hochgebildet, unterrichtete Chemie und Mathematik an einer katholischen Schule in Spanien. Er hatte von Gott gehört, kannte ihn jedoch nicht persönlich. Der Hotelpage führte ihn in sein Zimmer, wo er eine Bibel auf seinem Bett liegen sah. Als er fragte, warum die Bibel auf dem Bett liegt, antwortete der Page, dass die Bibel für diejenigen bestimmt ist, die hören wollten, dass Gott mit ihnen spricht. Noch am selben Tag nahm Antonio Jesus als seinen Herrn und Erlöser an und predigte das Evangelium seiner gesamten Familie. Innerhalb von einer Woche wurden 35 seiner Familienmitglieder gläubig. Parallel zu seiner Familie begann Antonio, die gute Nachricht auch anderen zu erzählen. Nach nur wenigen Wochen waren 200 Menschen gläubig geworden. Und das ist noch nicht alles. Antonio begann, in zwei Bezirken in Spanien in den Gefängnissen zu predigen. Und viele Insassen übergaben Christus ihr Leben. Mit der Zeit weitete er seine Einsätze auf andere Gefängnisse in Spanien aus. Und heute gibt es mehr als 100 Hausgemeinden in diesen Gefängnissen. Antonio
führt immer noch jede Woche zwischen 10 und 15 Leute zum Herrn Jesus. Die Erweckung weitete sich auch über die Grenze bis nach Marokko hin aus, weil muslimische Frauen in der Stadt Ceuta, spanisches Territorium dort in Nordafrika, Jesus kennengelernt hatten. Sie gaben die Botschaft dann an andere Frauen in Marokko weiter. Durch Antonius' Wirken existieren heute mehr als 100 Hausgemeinden in Marokko. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Entwicklung nachlässt. Weil ein einheimischer Mann das Evangelium mit seiner Familie teilte und diese Einheimischen loszogen, um es ihren Freunden und Nachbarn zu erzählen, kamen tausende Menschen zu Jesus. Diese erstaunliche Bewegung hat sich vollkommen organisch entwickelt. Also es lohnt sich auch, in unserer Zeit Zeuge Jesu zu sein von dem Ziel der himmlischen Herrlichkeit. Viele warten vielleicht auf dieses Zeugnis, vielleicht auch heute Nachmittag, wenn Traktate vor den Friedhöfen verteilt werden. Wir beten darum, dass Menschen dieses Zeugnis annehmen, erkennen, dass Jesus für sie ist und dass sie nicht am Tode stehen bleiben müssen, sondern dass das ewige Leben sich geöffnet hat durch das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Wir sollen uns freuen, denn wir werden ihn sehen, wie er ist in seiner Herrlichkeit. Wir werden ihm gleich gemacht werden und werden von einer Klarheit und einer Freude zur anderen geführt werden. Das soll hier, heute, in dieser Zeit, jetzt schon Freude auslösen in unserem Herzen, Realität sein. Deswegen Ewigkeitssonntag ist kein Sonntag der Trauer, sondern ein Sonntag der Freude, weil das Ziel festgesteckt ist. Amen.